Herzlich willkommen zu einem Run von Hades. Hades ist ein Spiel, das es momentan im Epic Games Launcher gibt. Es geht im Grunde kurz gesprochen darum, dass wir als Sohn von Hades aus der Hölle entkommen wollen und dabei von verschiedenen Göttern Hilfe bekommen. Im Sinne von Items und Perks. Das Ganze hat jetzt vor kurzem ein neues Update bekommen, also momentan noch im Early Access. Also es gibt noch kein wirkliches Ende von dem Ganzen, kein Ziel, das man achieven kann, wo man dann sagt, jetzt habe ich das Spiel durchgespielt. Aber das Murder, Death, Kill Update klingt doch so interessant, dass ich das Ganze auch mal aufnehmen möchte. Entsprechend gehen wir mal kurz rein. Weil vieles lässt sich mit Bild dann doch am besten erklären. So, das hier sind wir. Wir haben hier eine Auswahl von Waffen, die wir auch freischalten, beziehungsweise die wir freischalten mussten. Mit Keys, die wir bekommen haben. Ich gehe mal einen Raum zurück, dann sieht man das am besten. Also es gibt zwei Mechaniken. Einerseits können wir in dem Sinne Seelen sammeln. Die können wir hier für verschiedene Effekte ausgeben. Oben sieht man auch nochmal beide Items, die uns dafür helfen. Und rechts oben diese Seelen, womit wir dann hier verschiedene Sachen skalieren können. Beziehungsweise mit den Schlüsseln dann auch freischalten können. Beispielsweise Shadow Presence pro Level, das wir dann nehmen, machen wir Gegnern 10% mehr Schaden. Oder dass wir, wenn wir einen neuen Raum betreten, Leben dazu bekommen, so Sachen eben. Und über den Run hinweg, je Raum, gibt es immer ein Item, das wir bekommen. Das können Schlüssel sein, das können eben diese Seelen sein, die wir hier investieren können. Es kann genauso gut Geld für den Shop auf der Ebene sein oder eben Perks von verschiedenen Göttern, die wir dann für den One haben. Das Ganze, für das Ganze haben wir während des vor dem One verschiedene Möglichkeiten. Wir können eben die verschiedenen Waffen hier auswählen. Ich habe momentan eine Art Granatenwerfer, Granatenwerfer-Maschinengewehr. Einerseits habe ich eben die normale Attacke und eine Special. Das war hier der Granatenwerfer. Und unabhängig der Waffe im Grunde so einen Schuss, den wir abfeuern können. Das ist momentan die Waffe, die ich eben ausgerüstet habe, die als letztes dazu kam. Vorher hatte ich eben mit dem Bogen gespielt. Ich glaube, den holen wir jetzt auch, weil ich damit besser klarkomme. So. Bogen kann eben, wie man sich fast denken kann, normal schießen. Dabei gibt es auch, wenn man entsprechend lang lädt, das sieht man an dem Blinken, hat man die maximale Stärke erreicht. Special ist hier, dass eben in einem Halbkreis, nenne ich es mal, Fall abgefeuert werden, ganz schnell. Genau, das zweite, was man auswählen kann, sind gewisse Perks. Momentan haben wir den Old Spiked Collar ausgerüstet. Der gibt uns momentan 40 extra Leben. Und wie man hier schon sieht, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt, kann man den leveln. Ich habe ihn momentan auf Rang 2. Wenn ich noch 33 Encounters klebe, steigt er auf. Das Ganze gilt auch für die anderen Sachen, jetzt zum Beispiel Black Shawl. Immer wenn wir diese Seelen bekommen, heilen wir uns um 25%. Oder auch nehmen 15% weniger Schaden. Aber 10% mehr, wenn wir im Rücken getroffen werden.
so Sachen eben. Ich bleibe für den Yuan bei den 40 extra Leben. Wir haben natürlich auch eine Rolle, Quatsch, keine Rolle, ein Dash. Den habe ich schon so weit aufgerüstet am Spiegel, dass ich eben Dreifach-Dash habe. Was dann auch eben für Gegner praktisch ist. Wir haben ja eben gelesen, dass es das Upgrade gibt, mit dem man 10% mehr Schaden pro Level macht, wenn man den Gegner im Rücken trifft. Sprich, das ist an sich ganz praktisch. Dann eben gerade um den Gegner rumzukommen, Attacken auszuweichen etc. Bevor wir jetzt allerdings den One beginnen, gehen wir kurz nochmal hier vorne, quasi in eine Art Hub. Immer wenn wir sterben, spawnt man eben hier. Und wie man sieht, hier kommen alle Geister, alle Toten an. Eben in der Unterwelt. Hier haben wir Hades sitzen, unseren Vater in dem Sinne, von dem wir entkommen wollen. Hier ist... Ich kann ihn gar nicht mehr ansprechen. Man kann sich teilweise mit den NPCs unterhalten. Kann den Geschenke machen, wenn man die auf dem Rand findet. Dadurch steigt eben ein gewisses Loyalitätssystem. Zum Beispiel hier haben wir Hypnos. Das ist der vor uns steht. Da haben wir momentan ein Geschenk gemacht. Sprich, er hat uns zurück ein Geschenk gemacht. So erhält man eben auch diese Ausrüstung, passiven Ausrüstungsgegenstände, die ich eben am Glaskasten gezeigt habe. Genau. Das gibt es eben für ganz viele. Und ja, wir haben anscheinend auch geplant, das fortzuführen. Man sieht ja hier, learn more by having conversations with Kevin. Da haben wir noch zwei. Bei Nix haben wir es schon completed. Und so kriegt man eben auch ein bisschen Background-Story. Man kann sich das Ganze durchlesen. Das lassen wir aber jetzt mal. Genau. Cheer up, everybody. Oh, wir haben anscheinend doch eine Rolle. Hier haben wir Melkauer. Das ist einer der ersten Bosse. Das ist eine Fury Sisters. Genau. Davon haben wir drei. Megawar, Alekte und Tisiphone. Eben, wie man merkt, wie man sich schon wahrscheinlich auch am Anfang gedacht hat beim Namen, sehr an die griechische Mythologie angelehnt. So. Als letztes haben wir hier noch quasi einen Hub-Händler, bei dem wir verschiedene Sachen traden können. Eben Seelen bekommen für vier Schlüssel. Oder eben diese Geschenke, dieses gelbe Item, das sind eben die Geschenke, die man den verschiedenen Charakteren machen kann. Genau. Ich habe Hades jetzt länger nicht mehr gespielt, deswegen verzeiht mir, wenn ich wahrscheinlich erstmal wieder reinkommen will. Oder reinkommen muss. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, nachdem wir uns das Ganze jetzt mal außerhalb angeguckt haben im Hub, dass wir mal reingehen. So, genau. Das hier sind eben Göttergeschenke, die wir haben können, um unseren Char abzuquellen. Hier das Spezielle ist der Lalosama, das ist mit Kartengott verbunden. Hier haben wir dann immer drei Auswahlmöglichkeiten, was wir upgraden wollen. Rechts ist dann nochmal eine Erklärung. Ich gehe immer mit dem Bogen gern bei hiermit. Your Special Fire has 100% mehr Shots. Das ist auch von Waffe zu Waffe natürlich verschieden. Ihr habt eben gesehen, da gibt es ein Schwert. Das Schwert wird wenig Sinn machen, da 100% mehr Shots zu machen. The deadliest bow of all. What else? Und gleich zeige ich, wenn der Gegner tot ist, zeige ich das nochmal so. Das ist an sich, wenn man die Y, die Special Attack, upgradet, ist das halt sehr stark, wenn man dann hinter einen Gegner dasht und direkt richtig viele Pfeile in ihn reinhämmert. Das kann recht stark werden. Hello, mates.
Ja, genau das meinte ich. Dass ich noch mal ein bisschen reinkommen muss. Was war das? Das sollte ich, hätte ich eigentlich treffen müssen. Ja, komm. Naja. Welcome. Ja, das sah doch besser aus. Wie gesagt, ich muss in die Steuerung nochmal reinkommen. Genau, hier sehen wir jetzt auch, wenn wir den Raum geklärt haben, bekommen wir das Item getroppt, wo wir stehen. Das können wir aufheben. Das war jetzt ein Schlüssel. Und am Anfang, am Ende jedes Raumes, wenn wir in den nächsten gehen, sehen wir, was für Burgs uns erwarten. Im späteren Verlauf hatten wir auch Wahlmöglichkeiten zwischen mehreren. Aber am Anfang ist das immer ein Raum, den man dann sich dann holen kann. Das ist ähnlich wie bei Enter the Gungeon. Man hat im Grunde eine Art Auto-Aim, wenn man in etwa in die Richtung zielt. Was ganz praktisch ist, gerade bei den Bullet-Waffen. Beim Schwert macht es weniger aus, wenn man Rundumschlag macht. Come get shot. Ja. Wie man sieht, mit 100% mehr Schuss ist das schon recht stark. Perfekt. Genau. There's something that I've wished to tell you, Zagreus. There is no shame in your upbringing. Many of us on Olympus, we likewise were born and raised under the strangest circumstances. Someday I'll have to tell you about mine. Genau, wir haben hier Athena. Die haben alle, wenn wir das ihren Perk aufheben, einen gewissen Text, den sie uns vorlesen, was ich gut finde. Und dann bieten in dem Fall Athena natürlich uns entsprechend drei Perks aus, an, aus denen wir wählen können. Es gibt hier auch Rare und Epic Möglichkeiten, die allerdings natürlich wie bei jedem Upgrade Worklike nicht immer passen. In dem Fall ist unsere Special Stronger und Can Deflect, was in unserem Fall wirklich gut ist. Wir haben ja unsere Special schon abgegradet mit 100% mehr Schüssen. Wenn die jetzt noch 103% mehr Schaden machen, ist das verdammt stark. So, hier das sind diese Art Seelen, die wir nutzen können, um uns Sachen freizuschalten. Wie man sieht, mit den richtigen Sachen kann man sehr schnell sehr stark werden. Das hier ist kein Göttertrop, das ist einfach eine Art Upgrade. Wir können dann, wenn wir das erhalten, eine unserer Fähigkeiten upgraden und stärker machen. Wir kriegen allerdings keine neue dazu. A palm of power. So. Wir haben momentan nur eins. Die 100% mehr Schüsse ist eine statische Fähigkeit, die können wir nicht upgraden. Aber wir können generell unsere Special noch weiter verstärken. Weitere knapp 30%. Genau, hier das ist so ein Aphrodisiakum, dass wir den verschiedenen Charakteren, den verschiedenen NPCs schenken können. You again. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, so stark hatte ich, glaube ich, bis jetzt noch keinen One. So, zumindest nicht so früh im Spiel. So, hier haben wir schon die Wahlmöglichkeit. Wir könnten eben nochmal für Athena spielen. So, Athenas Perk bekommen. Allerdings ist das, glaube ich, entweder ein härterer Kampf oder ein Bosskampf, wie man hier sieht. Oder wir gehen in den Shop.
Da wir gerade 182 Münzen haben, würde ich mal sagen, gehen wir da rein. Und es ist im Grunde, da wir zwei Räume betreten. Erstmal den Shop, wo wir nicht kämpfen müssen. Und dann nochmal den nächsten Raum. Insgesamt 6 Heilung mehr. Entsprechend brauchen wir uns die Heilung hier nicht zu kaufen. Das wären hier die Upgrades wären eine Möglichkeit. Aber ich gehe jetzt erstmal für das Power-Up. Cheers. Und dazu noch, weil wir uns das leisten können, die Upgrade-Punkte. Hier haben wir Poseidon. Mal sehen, was der uns gibt. Ah, auch ein Boss. Oh. Wir sind echt stark. So schnell hatte ich die noch nicht weg. So, hier können wir jetzt, sehen wir auch, wir können denen jetzt das Aphrodisiakum auch übergeben. Ich gucke gerade mal für Poseidon. Wir können für ihn von ihm noch 2 Sachen lernen. Wenn wir ihm einen Boden geben. Das heißt, das machen wir auch mal. Uncle Poseidon, I have a special catch for you, although it pales next to your sheer awesomeness. Oh, now would you look at that? Is that an offering to your most favorite uncle, me? You know what, nephew? I've decided I shall take it. Thanks! Genau. Jetzt wird unser Codex geupdatet. Das hat jetzt dem Ganzen jetzt ein Herz hinzugefügt, allerdings uns noch kein neuer Erkenntnis anscheinend gebracht. Gucken wir hier nach nochmal. Hey, mein Nephew! I think I've kept you waiting long enough, so then let's go and break our enemies to pieces like so many ships upon the... Was haben wir denn? Your attack deals more damage and knock foes away. Your dash damages foes in an area and knocks them away. Gain random assortments von den 3 Dingen. Da würde ich am ehesten den Dash holen. Oder das. Nein, holen wir den Tempest Strike. Holen wir den Tempest Strike. Ja. Out of my way. Doch. Das ist gerade für die Gegner ganz gut. Die chargen nämlich normalerweise, wie man es gerade zumindest teilweise gesehen hat, auf einen zu. Das kann recht unangenehm werden. Ja. Allerdings nicht mit uns. You want to go? Dafür sind wir gerade viel zu stark. Das ist Wahnsinn. So stark hatte ich den wirklich noch nicht. Wie man hier sieht, wir haben jetzt die Wahl zwischen Upgrade-Material und Upgrade-Material, was nicht gerade gut ist. Ich hätte gerade für die Bosskämpfe gern ein bisschen mehr Stärke noch gehabt, auch wenn wir, wie gesagt, ziemlich stark sind. Let's see what's in here. Hier haben wir nochmal eine kleine Auswahl. Das hätte ich eben vergessen. Wir haben in solchen Ständen bei den Wells of Kerrin auch die Möglichkeit, Dekor zu bekommen von unserem Raum. Das ist der mit dem Spiegel drin. Einen habe ich schon. Kann ich später nochmal zeigen, wenn wir hier durch sind. So. Ja, das sind im Grunde hier nur Encounters, also das sind keine permanenten Upgrades, sondern die halten, wie man rechts sieht, entweder Chambers, in diesem Fall 3, oder Encounter. Brauchen wir gerade, obwohl, doch, wir holen das, das Hyperlight, damit halten wir uns noch mal ein bisschen mehr, das ist recht praktisch. Gehen wir hier lang. That's what you get. So, schnell weg. So, was wir jetzt hier haben, Geld, nochmal ein bisschen mehr Leben. Oder eben, das ist ganz interessant, es gibt auch die Götter des Chaos, die finden wir doch drin, unten. Diese Räume zu betreten kostet Leben, wie man sieht. 9. Was bei uns jetzt der Fall ist, ich habe das Heilen beim Betreten des Raums hochgeskillt, sprich wir kriegen 3 Leben, verlieren 9
Sprich, das Ganze kostet uns nur 6 Leben. Da wir beim Rausgehen kein Leben bezahlen müssen, aber Leben dazu bekommen, nochmal 3, würde uns das Betreten hier 3 Leben kosten. Bei 140 volles Leben lohnt sich das definitiv. Von daher gehe ich da jetzt noch an. Was ich allerdings auch noch vergessen habe, ist, links über der Lebensleiste seht ihr 3 Herzen. Sprich, ich kann 3-mal sterben und werde dann wieder mit nicht vollem Leben revived. Alright. Erstmal. Ja, genau. Und wir hatten den Boon, dass wir beim Betreten eines Raumes 15% Leben dazu bekommen. Heißt, wir haben wieder 140 Leben. Genau. Lord Poseidon offered you his blessing, it would seem. He can be rather boastful and belligerent, exhibiting the most unattractive manners of your father and Lord Zeus alike. Genau. Die Sache beim Boons vom Lord of Chaos ist, dass die immer eine Downside haben. Wenn man hier sieht, von den next 3 Encounters, oder für die nächsten 3 Räume in dem Sinne, können wir diese B-Attacke, die platzte uns, nicht collecten für 13 Sekunden. Danach sind aber dieses blaue Upgrade-Material, das, wenn wir es finden, um 103% erhöht. Was haben wir hier noch? Genau, wenn wir das casten, also das B ist unser Cast, macht mehr Schaden. Oh, das hier ist interessant. Unser Leben wird für die nächsten 4 Encounter reduziert um 32. Danach macht unser Special aber nochmal 56% mehr Schaden. Das klingt doch sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. I hear something. Autsch. Death approaches. Oh, das ist neu. Das ist neu. You thought you could just get away from me, did you? Also, ich drück direkt weiter. Das ist anscheinend jetzt ein neuer Teil von dem Update, das gerade rauskam. Sprich, das ist jetzt auch gerade diese Stelle komplett blind für mich. Thanatos, I figured it was only a matter of time before Father sent you after me to do his dirty work. Heißt, es kann gut sein, auch wenn wir jetzt wahnsinnig stark sind, dass wir hier sterben, wenn wir gegen den kämpfen müssen. Ich kenne sein Moveset überhaupt nicht. Auch wenn es wirklich gut momentan aussieht. Zagreus, is that really why you think I'm here? Let's see how many of these wretches you can kill before I send them to the lowest depths, where you yourself belong. Here come your father's forces. Let them come. How about you? Not helpful, Zagreus. Just getting warmed up. You're already dead. Cut it out. Die. Perfect. Got to hold on. I'm on your side. How about you? Wither and die. Heal. That settles that. Okay. So viel dazu. Wir sollten anscheinend mehr besiegen als er, was wir nicht geschafft haben. Komisch. You left without so much as telling me goodbye. I suppose you knew I'd catch up with you sooner or later. Is that it? No escaping death and all. I left when it was necessary, then. I thought of you and hoped you'd understand. I have to do this. That's more motivation than I've ever heard from you. Well, if you won't say it, I'll say it. Goodbye, Zagreus. Okay. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Ja, könnt es euch gerne durchlesen, wenn ihr, ich hoffe mal, ihr versteht Englisch. Ich tue es auch, aber ich habe jetzt keine Lust, das Ganze zu übersetzen für euch. Das könnt ihr selber machen. What's for sale? Was haben wir denn hier? Das sind auch nur Boons, die teilweise halt, ne? Upsa. Da kaufe ich jetzt kein. Obwohl, wir sind gleich beim Boss.
Was haben wir denn? Aber definitiv. Das mit, das kann sehr nützlich sein. Good morning, or whenever. Nice of you to drop in for a bit. Genau, Sisyphus mit seinem Stein. Makes sense to me. Cheers, mate. So, wir sind wieder voll geheilt. Alright. Jetzt haben wir, hätten wir hier nochmal einen Shop. Und perfekt pünktlich kommt jetzt der erste Boss. Murder. I don't understand, but I'm not who you think I am. My father said. Murder. Ja, ja, komm. Die wurde, oh Gott, im vorletzten Update hinzugefügt. Die kann ich auch noch nicht persönlich so gut. Aua. So gut, aber das kriegen wir hin. Ja, ja, ja. Ja, das. Perfekt. Mit so viel Stärke kann man da einfach drauf hauen. Normalerweise sollte man eigentlich dem Ganzen ausweichen und sie ein bisschen backstabben, nenne ich es mal. Aber wir sind so stark, da konnten wir einfach drauf hauen. So, weiter geht's. Wir haben jetzt im Grunde die erste Ebene vollendet mit dem Boss. Sind ein bisschen länger, als man es normalerweise von The Binding of Isaac oder auch von Enter the Gungeon kennt. Aber das finde ich auch mal erfrischend, dass es ein ganz bisschen sich länger zieht. Hier haben wir dann nach der Ebene quasi nochmal die Möglichkeit zu zahlen, ein paar Sachen im Job zu kaufen oder eben auch unsere Pogs, unsere passiven Pogs zu ändern. Wir bleiben aber mit den 40 extra Leben, das bietet sich eigentlich an. Going up. So. Wir waren gerade in Tartarus und gehen jetzt hoch nach Asphodel, so. Und machen hier weiter. Genau. Hier haben wir auch nur momentan nur eine Möglichkeit, und zwar Upgrade, womit ich allerdings zufrieden bin, da wir eine sehr geile Synergie haben. Next up. Let's call it even. Oh, ist das schön. Wir sind echt wahnsinnig stark. Oh, die wurden auch geupgradet. Sehr schön. Gut, wir könnten unseren Attack stärken und unsere Faust wegknocken. Aber ich gehe hier wieder mit unserer Special. Much appreciated. Dass wir uns da einfach drauf konzentrieren. So, wir hatten jetzt jeweils zwischen Schlüssel, Upgrade-Material. Manchmal verstecken sich an anderen Seiten auch noch Türen. In dem Fall würde ich mit dem Upgrade-Material gehen. Oh Gott. You're out well past your curfew, boy. Genau, es sind so. Ab und an spezielle Challenges. Hier müssen wir einfach eine gewisse Zeit überleben. Sprich, hier gibt es keine festgesetzte Anzahl an Gegnern, die spawnen. Sondern wir könnten jetzt alle töten
oder versuchen zumindest die zu töten, das würde nichts bringen, es würden einfach neue spawnen. Ziel hier ist es wirklich, einfach unten links die Zeit, die da steht, zu überleben. Für mich habe ich herausgefunden, es mag für andere anders aussehen, aber für mich habe ich herausgefunden, dass es für mich am einfachsten ist, einfach die Zeit lang auszuweichen. Genau. Das finde ich immer um einiges einfacher. Ach, guck mal, das ist auch. Ist die Beschreibung neu? Ich glaube, ja, also das Item an sich, die Darkness nicht. Diese Seelen, wie ich sie bis jetzt genannt habe. Aber. Wir haben da ein bisschen was geändert. So, was haben wir hier? 40 Leben. Lohnt sich das? Nicht. Doch, gönnen sie es uns mal. Damit haben wir noch höhere Lebenschancen. Wir hatten eben jetzt sowieso 3 Leben geheilt. Aber dann haben wir wieder volles Leben. Ich gehe jetzt wieder für das Geschenk. Schlüssel habe ich. Bräuchte ich zwar noch 1, 2. Aber die sind mir jetzt für das letzte, was man upgraden kann, nicht wirklich wichtig. Von daher. Come on, then. Gehe ich damit. Ja, komm runter. Perfekt. Machen wir denn den letzten da? Perfekt. Pathetic. Which way? So, hier hätten wir Geld und den Shop. Einfach zum Heilen, damit wir schnell zum Boss kommen, gehen wir zum Shop. Genau, dem können wir auch was geben. Man sieht hier zum Beispiel an ihn, er hat noch keinen Sprite bekommen. Wie gesagt, das Ganze ist noch im Early Access. Nach und nach wird da geupdatet und die bekommen nach und nach auch einen Sprite. Aber gehen wir mal weiter zum Schlüssel. Wir haben ja jetzt keine Wahl. Sehr schön. Sehr schön. Das geht überraschend einfach, muss ich gerade sagen. Hab ich vielleicht auch mal eine Chance, den Endboss zu. Also, was heißt Endboss? Endboss gibt es ja noch keinen, aber den Boss von diesem Level, von dieser Ebene hier, zu besiegen. My favorite power couple. Perfekt. Until next time, gigantic Gorgon head. So. You've met Athena, dearest, so you know not all the ladies on Olympus are alike. So, wir hätten hier unser Dash, macht Schaden. Wenn wir starten und wenn wir enden. Und man sollte Opponents werden schwach. Sprich, die fügen uns weniger Schaden zu. Genau, wir haben einen gewissen Warf, den habe ich aber selber noch nicht geschaut, wie genau der sich auflädt. Genau, da würde ich
Das da unten. Heartbreak time. Ah, wir haben den Aphrodite 3 komplett. Get me out of here. So, ein bisschen mehr Leben, das wäre auch nicht verkehrt. Now let's be reasonable, no? You're gone. Aha. Sehr schön. Wie ihr gesehen habt, wir sind gerade so überpowered. Wir können uns einfach. Wir können Y spammen, wenn wir irgendwie in der Nähe von den Gegnern sind und die fallen reihenweise um. Momentan haben wir aber nur die, ein bisschen mehr als die Hälfte unseres Lebens. Entsprechend holen wir nochmal ein Hydrolite, dass wir uns jetzt heilen können. Ja, es ist verführerisch. Aber ich denke, wir sind so schon stark genug. Sprich, wir setzen jetzt mal auf Heilung, dass wir nicht sterben. Das ist jetzt über den Shop eben der effektivste Weg. Thank you, mate. Das wollte ich eigentlich nicht holen, aber das ist egal so. Hier kommen wir nämlich jetzt zum Boss. Also das ist vielleicht noch ganz... Nein, wir haben eben nicht die Heilung bekommen, aber... Wir heilen uns jetzt nochmal um 32 Punkte. Genau. Come and get it. Die Hydra. Brought friends, have you? Ja, du habe ich selber noch nicht besiegt, aber ich habe auch ihr Moveset noch nicht ganz so raus. Auch wenn sie an sich nicht schwer ist. Aber man muss halt dennoch erstmal gegen sich ein paar Mal antreten, um eben Gegnertypen auch zu lernen. How many of these are there? Ich gehe jetzt auch ein bisschen aggressiver einfach vor. Einfach aus dem Grund, weil wir noch stark A stark sind und B auch noch nicht gestorben sind. Sehr schön, wir haben's. First time für mich. Hydra vanquished. Oh. Wir haben's geschafft. Geil. Also, Alex, das geht anscheinend nur bis hierhin. Momentan zumindest. Also, wir haben viel abgequält, muss man schon sagen. Ja, gucken wir uns das mal an. Ja, wir haben insgesamt... So, 1580 dieser Darkness reingesteckt. Also in Upgrades.
haben jetzt 20 Minuten und 12 Sekunden gebraucht. Von diesen Köpfen, die wir da gerade sehen, ich habe keine Ahnung, was die machen, haben wir 0 benutzt und entsprechend ist auch das beste 0. Genau, und das Ganze haben wir mit dem HCG im Bow gemacht. Okay. Earning my keep. Was ist das denn? Heat. The underworld is the most ancient of the places in this world. The center and the foundation on which all surface dwelling life came into being. It is a place composed chiefly of two primal forces. One of them is darkness, the other one is heat. Das sagt mir überhaupt nichts. Und wieso? Ich habe auch keine Ahnung. Also unten rechts seht ihr, wir haben jetzt 5 Heat. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Beyond this point, our tale of the underworld's determined prince cannot further continue at this time. But time does not stand still, and more, much more, shall someday be revealed. For now, there is no more to say or show from here, so let us say instead that Zagreus was cruelly killed again. No. Interessant, also das finde ich gerade gut gemacht, das ist so einzubauen, zu sagen, wir haben da ab diesem Punkt noch nicht weiterentwickelt. Also sagen wir einfach, du bist gerade gestorben. Ja, danach mal. Aber finde ich gut, also hier nochmal. Herzlichen Glückwunsch, du hast bereits unzählige Feinde bezwungen und die höchsten Gipfel der Unterwelt erklommen. Zumindest die Bereiche, die wir bisher freigeschaltet haben. Die Abenteuer von Prinz Zagreus gehen bald weiter, denn wir fügen in der Early Access Phase kontinuierlich neue Inhalte hinzu. Das Ziel seiner Reise erwartet dich im nächsten großen Update. Das kommt in 27 Tagen, das kann ich euch im Hauptbildschirm gleich auch nochmal zeigen. Halte bis dahin in dem Princess Chamber nach dem Pakt auf Punishment Ausschau, um die ultimative Herausforderung zu erleben. Vielen Dank, dass du Teil der Welt von Hades bist. Supergiant Games. Ah, guck mal, jetzt haben die auch ein bisschen was zu sagen. Hören wir denen also noch zu. You're late with your report, Hypnos. Again. Again. The dead, of course, can wait. But I'm less patient. Now explain yourself to me. Oh, well, let's see. I woke up, I don't know what time it was, and I made sure that every shade had been accounted for, just like I always do, except I couldn't find my list at first. Can you believe it? I thought maybe my brother played a little prank, and so... Also, hier sieht man es auch nochmal gut. Hypnos links dargestellt hat schon einen Sprite. Den hat er jetzt auch im letzten Update bekommen. Während er vor uns noch ohne Sprite steht. Also, wir entwickeln da schon vieles weiter. Get to the blasted point already. I don't have all day or night. Your report, where is it? Sure, I was just getting to it, Master. My list, I found it over by the lounge. It was inside, but I am not the one who put it there, no sir. So I've been making positively sure it's not been tampered with, that it has everybody's name, cause of death, place of birth, former body weight, any previous... Enough. Blood and darkness, that's enough from you. Just see to it the ledger of the dead is accurate, and get back to your post. Would that you could be more like your brother. You've done it now, Hypnos. Interessant. Ach, guck mal, das finde ich immer dass Dusa diesem anscheinend in den Zagreus verliebt, so wie sie immer reagiert. Sprechen wir mal mit ihr. Oh, diesmal haut sie nicht ab. Normalerweise schwebt sie dann immer hoch und verschwindet ganz schüchtern. What? Ah, der ist neu. Entsprechend würde ich auch sagen, geben wir ihm mal gerade die Gift. It isn't much then, but I got you something. Want me to take that off your hands? Fine. But you are taking this from me. And if anybody asks, we're even. Or scratch that. Don't tell anyone about this. Understand? I do indeed. Genau. New keepsake, pierced butterfly. Gucken wir uns gleich noch an. Go about your business, Sag. What if Lord Hades saw us chatting like this now? I risked everything by helping you out there, and still you failed. Turns out there's quite a lot of dead to fight down in the underworld.
though I probably got farther than I would have thanks to you. Always happy to oblige, especially when it causes me to risk my station, to risk everything I've worked for. Das hat zum Beispiel auch, wie ich schon eben erwähnt habe, ein neuer Charakter. So. Nix. I ran into Thanatos out there. He aided me, although I think he's rather upset that I took off like this. Thanatos is worried for you, child. I hope you understand whatever anger you may sense from him is not the feeling at the source. Please forgive his rudeness. Interessant. Interessant. What's that on my desk? Genau. Ah, da, guck mal, da, das ist auch neu. Das können wir unlocken. Aber zuerst mal, wir haben 123 Darkness. Die können wir jetzt investieren. Okay, also generell ist das hier interessant. Also wir können hier die Infernal Souls, die wir mit B schmeißen können, erhöhen. Und wir machen mehr X- und Y-Schaden, also normale Angriffsschaden und Special Damage für jede Soul, die in den Gegnern ist. Wir holen die allerdings mal aus, denn die Sache ist, ich benutze Beanie. Ich spiele immer mit X und Y, also einer normalen Attacke oder Special Attacke. Das bringt mir wenig. Entsprechend erhöhe ich hier lieber die beiden Punkte, die uns eben eine höhere Chance auf seltene oder epische Drops geben. Das hier klingt allerdings auch interessant, ist neu dazugekommen. Dafür haben wir aber definitiv nicht genug Schlüssel. Sprich, wir upgraden die beiden Sachen mal und unlocken das hier. An infernal contract. Was zur. Sie haben da einen komplett neuen Skilltree hinzugefügt. Ach du Schande, dann lohnt es sich wieder, die Schlüssel zusammen. Das war bis jetzt nicht der Fall, okay. Stifling Darkness. Each rank reduces the mirror's maximum benefit. Okay. Das sind so Herausforderungen, wie es scheint. Oder? Deute ich das jetzt falsch? Ja. Interessant, dadurch können wir uns das Ganze schwieriger gestalten. Interessant. Aber na, jetzt noch zum Schluss. Wir haben eben gesehen, beziehungsweise ich habe es auch erwähnt, in den Shops kann man die Core kaufen für seinen Raum. Hier habe ich zum Beispiel gekauft. Das gibt uns eine kleine Statistik. Wir haben 49 Mal versucht zu entkommen, haben 6629 Gegner dabei getötet. So. Dann. Er hat noch was zu sagen. Was it Achilles? Couldn't have been Nix. Is it that big a deal? I am an individual of some integrity, boyo, and protect my sources with my life. You'll have to kill me if you want to make me squeal. Okay. Almost felt that. Whoa. Sweet release. Alter, wir spawnen da. So. Wir haben das hier neu bekommen. Gain plus 1% Damage for each encounter you clear without taking damage. Das hört sich stark an. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt schon, lass mal gucken. Also bei Minimum 20 Minuten mit den Erklärungen, mit dem, was wir jetzt gehört haben, ja. Wir sind jetzt bei 50 Minuten knapp. Ich würde sagen, das reicht definitiv für den Year One.
Auch gleich vielleicht einen kleinen Ausblick hier. Just need to get from here across all that. Genau. Also da nach rechts oben wollten wir, wo das Licht gerade scheint. Oh, guck mal, links unten, das haben sie auch geaddet. So. Entsprechend mit diesem schönen Ausblick verabschiede ich mich. Ich guck mal, vielleicht mache ich zu Hades nochmal was. Wenn ihr noch, ja, wenn ein Update kommt, jetzt wo ich es sage. Können wir da einfach rausgehen? Ja, zurück zum Hauptmenü. So. Rechts unten seht ihr nächstes großes Update verfügbar in 27 Tagen. Also entsprechend, spätestens in 27 Tagen kommt nochmal ein Hades-Video